Hallöchen, Popöchen, ich bin wieder da. Ja, letztens haben wir diesen römischen Boss besiegt, der sich überraschenderweise dann in einen schwarzen, keine Ahnung, Wurm verwandelt hat. Ich habe versucht, mich ein bisschen mit der Lore von Dark Souls zu befassen. Ja, irgendeine Seuche, Tote stehen wieder auf, und was nun eigentlich mein Ziel ist, warum, was ich machen soll, warum ich das hier alles mache, weiß ich nach wie vor nicht. Und ja, ach du Alter, diese Geister hier. Was wollte ich? Ach ja, das da in Richtung Schloss, dieser Gang mit der Schrift auf dem Boden, die besagte, kehr um. Da geht es scheinbar nicht weit, also, was? Da geht es scheinbar nicht weiter, sondern da kann man hin, da kriegt man auch was, und da gibt es sowas wie ein kleines Extra, was mir, sagen wir mal, mir weniger zu schaffen machen wird, nachdem ich den Boss besiegt habe. Ich glaube, die ganzen Gegner und so nehme ich mal wieder mit. Mein Fehler. Moment, was habe ich da aufgenommen? Warte, was war das? Hä? Noch eine Brandbombe? Nee, oder? Keine Ahnung, irgendwas war da anders, glaube ich. Ja. So. Noch was, ich habe gehört bekommen, dass wenn ich das Schwert mit zwei Händen ausrüste, wo kommst du, Mistvieh, denn her? Hey, ich hab gerade irgendwie getreten oder so. Okay. Hä? Wo kommst du denn her? Irgendwie konnte ich das Schwert mit beiden Händen. Ah. Oh. Okay. Ja, es ist irgend so eine Fähigkeit, die ich aktivieren kann. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Okay. Scheinbar andere Spieler, die man hier ab und zu sieht. Gut. Ja. Zurück zum Gang.
Hände schwitzen. Ah, also, schwindende Seele, okay. Hoch, habe ich die? Ich hoffe, ich habe die. Ja. Ja, so, na dann. Oh. So, ich bin kampfbereit. Halt. Alles klar. Ist das ein Zauberer? Interessanter Baum. Der mich scheinbar jetzt was zum Teufel. Wenn die Hände, wenn die Finger spitzen. Ja, ist doch kein Problem. Müssen nicht viel zu hochmütig werden. Au. Nein. Ja.
Oh, scheiße. Jawohl. Ja, das war doch ganz einfach. Was auch immer das für ein Vieh war. Aber gut, ich habe mich scheinbar echt total geirrt. Fehler eines unbekannten Reisenden. Okay. So, hoch Inventar, ich habe I gedrückt. Okay. Was noch? Ah ja, Titanitschupe. Seelengewandelte Waffe plus 4, was heißt das denn? Keine Titanitscherbe, Titanitschuppe. Ja, gut. Ja, das war das. Oh, jetzt habe ich 7000 Dinger. Oh. Und jetzt sollte ich vorsichtig sein. Aber auch nicht zu vorsichtig. Ne, obwohl. Ne, lieber zu vorsichtig sein. So. Ja. 13 Minuten schon. Und dann gehen wir mal durch das Tor. Okay. Und da lässt nichts fallen. Na gut. Hä? Nope. Nada. Nix. Ach klar. Du-du-dün-du-dün. Okay. Gut, der Boss ist nicht wieder auferstanden. Aber hier war sonst nichts, was rumflog? Nein, nein. Okay. Hier war nix. Nein. Okay. Na dann, nächstes Level in... Ah. Nächstes Level. Hier war wirklich nichts weiter. Nein. Ach du Sch... Ui, das ist ja ein riesiges Grab. Aber hier war auch nichts mehr. Okay. Na dann. Ach. Schon Folgen schon Folgen endet. Aber ich glaube, durchgehen kann ich ja noch. Oh. Oh. Alter. Oh, ich dachte, dass wir das letzte Level. Ja, gut. Na, den nehme ich noch. Gerade das Bruchschwert. Ist das jetzt eine neue Waffe? Oh, ich habe schon wieder I gedrückt fürs Inventar. Was ist das? Nachricht? Inventar.
Tschüss. Wozu brauche ich das? Das ist doch viel schlechter. Na gut, was steht hier noch? Menü öffnen. Wow. Okay, dann. Tschüss und bis zur nächsten Folge.